Naja, aber du bist weiter. Und darum, das zählt. Das ist halt immer das Ding, wenn er nicht tilten würde, wäre er so viel krasser. Ja. So viel, aber meinst du, so viel deswegen Tilt passiert, ne? Aber ja, klar. Ja, ich glaube, ja, ich weiß, was du meinst, aber welche Farbe spielen die grün? Grüne Icys. Ist auch nicht leicht, da muss man dann so ein bisschen, auch wenn man merkt, dass dein Gegner getiltet ist, muss man dann ein bisschen erbarmungslos bleiben. Ja, natürlich. Einfach weiter reinpressen. Besonders dann, meiner Meinung nach. Ja, besonders dann. Keine Gnade. Nee, wirklich. Im Kolosseum. Ja. Aber good shit. Good shit. Ja. Auch ein bisschen shaky, aber ja, ich habe dann am Ende war's immer das Gleiche gemacht, ja, voll. Und das gemerkt und dann irgendwann ganz viel Drill Approaches. So. Ja, ich immer super oft dafür. Von gemerkt, der ganzen Stage so, rüberrennen ja. So, und dann keinen Wave Dash einbauen. Weißt du, so einen Wave Dash mal einbauen, ja, mal reingehen, raus und dann rein. Ja. Wo ich zwei, drei Laser schießen, dann wieder retreaten vielleicht. So ein bisschen mehr so eklig spielen, dass er auch kommen muss. Vor allem, wenn du ein Lead hast, weißt du? Ja. Das hätten wir mal böse enden können. Ja, wenn Marv kommen muss, dann hat er ein Problem auf jeden Fall. Ja. Wenn er chillen darf, dann ist er, dann ist er strong. So, das schaltet von selber um? Ja, ja, das ist absolut krass. Das ist absolut gestört, hä? Du musst nichts machen. Ich frage mich, ob dem Chat auffällt, dass ich statt dem Jigglypuff-Emoji Kirby reingemacht habe. Oh mein Gott, das fällt bestimmt keinem auf. Also Chat, wem auffällt, dass das da oben das Kirby-Ding ist, statt Puff, der muss reinsubben. Der muss reinsubben. Aber nur wem es auffällt. Ist so eine kleine Ostereiersuche. Mal schauen, ob es irgendjemandem auffällt. Ich schätze, es wird niemandem auffallen. Außer jemand hat einen Twitch Prime rumliegen, dann wäre es natürlich schön, wenn es ihm auffällt würde. Ich sag, wie es ist. Eure favorite Streamer verdienen eh genug Geld, also gebt uns euer Twitch Prime. Ja, ist echt so. Außer ihr seid einem Smasher gesubbt. Dann Hallo, subbt Irfan. Uns trotzdem auch. Irfan. Hey, Irfan, der beste Theo Deutschlands. Ich raste. Wenn nicht sogar von ganz Österreich. Wenn nicht von. Wahrscheinlich auch da. Aber auch gleichzeitig der beste Spieler. Österreichs. Auch tatsächlich, jetzt wo Timmy nicht mehr da ist. Stimmt, ja. Ich meine, wer ist denn da sonst? Ja, Kiwi. Ich weiß nicht, wer das ist tatsächlich. Joghurt ist zurzeit ganz gut. Immer ja, der noch? Rest spielt halt nicht mehr. Der spielt jetzt wieder, ja. Ja, Spieler, okay. Ja. Der ist super solid, der gewinnt da eigentlich alles. Aber es ist halt sonst immer nicht so gut. Ja. Neulich war mal Alec, Aris Becker, da. Becker, ja. Ah, und echt? Gegen den hat Joghurt auch gewonnen. Krank. Ja, Aris war früher krasser Typ. Ja. Und dann auf einmal hat er aufgehört zu spielen. Ich habe wenigstens noch einen Aris mit mir mitnehmen können damals. Ja. Er hat auch einen Nan besiegt bei dem R. Echt? Ja, ja. Ja, absolut stimmt. Mit Pete. Absolut krank. Was zur Hölle. Das ist echt gästig. Ja, die spielen das Match aber irgendwie komplett falsch. Warum ist keiner auf der Top-Plattform? Ja. Warum sind da noch 5 Minuten und schon Stocks weg? Das, so spielt man das Match Hallo, aber auch nicht. Hallo, oh mein Gott, das ist wahrscheinlich, die sind gerade mit League-Spielen fertig. Ja, die sind gerade mit League-Spielen fertig, haben richtig doll geschwitzt so. Ja. Die sind gerade richtig, die triefen alle. Ja. Gleich kommt noch Reisem und sagt auch Hallo. Gleich kommt Reisem und sagt Servus. Ja, Servus, ich bin's der Reisem. Ja, Servus, ich bin immer so der Reisem. Ich nenne mich auch immer selber Reisem. Hi Asta übrigens. Servus. Hallo Asta. Oh shit. Marley spielt heute Hot Dip. Wir haben vorhin auch Game 5 gespielt. Echt? Marley und ich. Du hast heute so viele Game 5s. Ja, das ist ja eben die Mixfahrt auch. Das war schade. Du Mann! Du! Von Duman bin ich jetzt ein Fan, sag wie es ist. Kann man auch gar nicht anders sein. Kann man sein. Nicht sein, anders, ne? Ja, ja. Der Kurani? Das ist eine Shieldbar, ja, Tatsache. Und deswegen, bei solchen Setups, ist es immer am optimalsten, kurz mal aufs Streaming-Setup zu gucken, ja, wie viel Prozente Nana hat.
Kann man da, oh shit! Das, das ist war. Er wollte einen Double Rest und hat keinen gekriegt. Peinlich. Sehr peinlich sogar. Aber auch ein bisschen heftig, wenn es geklappt hätte. Oh, na, das näher? Das war die Bitcoin. Oh mein Gott, na, näher! Na, näher! Ah! ja, Jedo 109 nice. Ist sponsored bei. Er hat die. Jan, Marley hat Eier aus Stahlbolle 8 nachmachen wollen. Oh shit. Und Jan mit der Down Air, mit der Forward Air in dem Fall. Yes. Das Spiken. Das war ihm scheißegal. Wie steht das denn hier? Es steht 1-0 für den Kirby. Sorry. War kein Problem. So muss man das auch eingehen. Ja. Shit. Nein, das ist falsch. Das war der Kirby. Mann. 1-0 für Bird. Ja, Glückwunsch, Parsec. Ich weiß nicht, was, aber Glückwunsch. Glückwunsch zu deinem Run. Glückwunsch zu deinem League-Game. Glückwunsch zu deinem Run, by the way, Arthur. Wie war eigentlich das Wer letzte Spiel? Es? Ah ja, danke. War ja, ich war Trash. Ich hab verloren. Maxi, was? Hast du das letzte Spiel gespielt? Was gegen war Wolf? Das? Hast du 3-2 gewonnen. Deswegen war er so. Ja. Was war das denn für ein Rest? Der hat einfach fucking Popo einfach gerestet. Oh! Oh! Ach du Scheiße. Ja, danke für deine Glückwünsche zu meinem Run. Danke für den Raid. Was? Danke für den Run. Danke für den Run. Danke für den Run. Ich konnte meinem Kind endlich Windeln kaufen. Ja? Jetzt. Wie viel hast du denn bekommen? 120. 120.000 Euro? Ja, 120.000 Euro. Das Turnier war nämlich sponsored von Fuckcoin. Fuckcoin? Ja. Nice. Das ist eine Kryptowährung, bei der man nur verliert. Und dann sagt man, fuck. So wie ich. So wie du. Mann, das wird auch voll gleich gesagt. Gegen Jigglypuff. Mein Fuckcoin ist die Unterwährung Nintendo. Damit ja, das genau. Vielleicht counterpick ich Puffdudus auf Dreamland. Oh mein Gott. Das wäre eigentlich ziemlich genius. Oder du ballerst ihn einfach mit Fox. Oder ich baller ihn einfach mit Fox. In dem Matchup war es einfacher als Puffdudus. Mach nicht du holst einfach deinen Controller raus und dann spielst du Puck. Dann spielst du Puff. Ja, dann würde ich ihn ballern. Aber das ist ja nicht das Ziel der Übung. Genauso wenig ist das Ziel der Übung, Puff auf Dreamland zu counterpicken. Deswegen. Genau. Meint es wahrscheinlich auch einmal nicht. Das finde ich gut, dass du es nicht machst. Wie ist denn das Bracket? Wann darf ich denn dann spielen? Nee, jetzt danach. Jetzt nach dem Set? Ja. Okay, ich geh mal kurz Bühne machen. Das ist Stummi, ne? Wie bitte? Ich habe lange nicht mehr Pokémon Go gesehen. Ja, ich bin irgendwie, jetzt wo ich gerade Urlaub habe, spiele ich das irgendwie. Ja. Macht Bock. Ich bin ein bisschen hooked. Beide winnable. Für beide in der Tat winnable. Der Lil Fuzi Fan Number One. Wer? Marley. Steht in seiner Bio. Weil ich ihn mal für der Double Rest. Ich habe ihn mal für irgendein Turnier angemeldet, weil er irgendwie nicht zu Hause war. Und dann habe ich das in sein Profil eingetragen. Aber er hat sofort gemerkt. Ich habe es auch letztens bemerkt, wo ich mal so geguckt habe. Mega nice. Boah, schon wieder ein Rest, aber nur auf. Was war das denn?
Der möchte ihn jetzt wirklich mental zerstören. Mit den ganzen Rest. Ist da Up Smash am besten? Nicht Down Smash? Weiß ich auch nicht. Kann schon sein. Also es killt auf jeden Fall am frühesten, aber ich weiß nicht, was am meisten Schaden macht, wenn es eh nicht killt. Ja. Einfach grab und wobbeln. Ja. Mit einer Person. Und neulich. Bei Konati Story? Hatte ich schon meine ersten Rückenstiche gehabt. So crazy, ja. Ist ein gutes Zeichen dafür, dass Sommer wird. Ja, ich hasse Sommer. Ja? Vor allem neuerdings, halt viel zu warm. Sommer ist doch sick. Nee, aber neuerdings ist es einfach viel zu warm. Früher war das noch halbwegs geht, aber jetzt. Sommer ist schon viel. Ich finde halt Frühling viel besser. Also dieser Frühsommer finde ich halt am besten. Ich finde es halt nice, wenn es auch abends noch warm ist. Und man abends noch im Park chillen kann, weißt du? Ja, das Problem ist halt, wenn man früh aufstehen muss, so, dann kann man halt, es ist halt noch warm, hell drauf. Es geht schon auf. Spam this bird to cheer for third. Und da ist es dann, oder? So, Winners Final.